Hallo meine Freunde, hier ist mal wieder euer Maximus. Ich begrüße euch zu einem weiteren Spiel hier auf meinem Kanal und es ist Trans Railroad Simulator 2019 und ich dachte mir, ich werde mir mal dieses Spiel besorgen und ja, wir werden es mal ausprobieren, meinen kleinen First Look und ich muss wirklich sagen, ich habe von dem Spiel so gar keine Ahnung. Deswegen werde ich als ganz, ganz Unbedarfter in diese Serie einsteigen. Und vorab, dieses Spiel ist auch nicht billig. Es kostet, glaube ich, knappe 60 Euro. Vielleicht finde ich unten noch einen Link, wo es ein bisschen günstiger ist. Des Weiteren gibt es so viele DLCs, da kann man ja richtig arm werden. Ja, nur mal so als kleine Info. So, ja, probieren wir es ein bisschen aus. Ich habe mir hier mal so ein kleines Szenario geladen. Und ja, wie kann man das Spiel vergleichen? Ja, mit einem ganz normalen, ja, Trans Simulator und ein bisschen Transportfieber. Weil man kann selber Strecken bauen. Das ist ein richtig umfangreicher, ja, Editor, der hier noch dahinter steckt. Und man kann nicht nur amerikanische, sondern auch europäische Bahn, auch deutsche Bahn etc. Aber da gibt es, wie gesagt, alles zusätzliche DLCs. Mächtig teuer kann das werden. So, mit F5 werde ich jetzt erstmal das Interface wieder einblenden. Und wir gucken uns das mal hier an, diese ganze Region. Viele Sachen sind auch auf Englisch. Das ist natürlich wieder eine Sache, die gefällt mir richtig gut. Und wir werden versuchen, mal mit einer Bahn so ein paar Meter nach vorne, ein paar Meter nach hinten zu fahren. Und ja, wie gesagt, das kann man alles selber anpassen. Die Schienenstränge, die Züge, die man hier raufsetzt, irgendwelche Assets, die es hier gibt. Man, das ist wirklich sehr, sehr umfangreich. So, hier haben wir erstmal eine richtig schöne Bahn von der Santa Fe. Und wir könnten jetzt bei der Bahn hier vorne erstmal das Licht anmachen. Ja, ja, das geht schon mal. Wir können ordentlich hupen. Und das kennt man ja alles. So, mit 1 drücke ich ganz normal die 1 einfach hier in den Innenraum. Dann sehen wir hier die einzelnen Schalter. Sie sind aber nicht von, ja, irgendwie zu bedienen. Aber es sieht schon sehr, sehr detailliert aus, muss ich ehrlich sagen. Also, ja, das gefällt mir schon sehr gut. Mit 2 gehe ich hier wieder raus. Mit 3 kann ich hier so eine Landschaftsbildchen machen. Mit 4 kann ich quasi über die ganze Map hier hin und her gehen. Das geht ein bisschen schnell. Ups. Und jetzt habe ich alles verpasst hier. Wo bin ich jetzt? Wo bin ich? Ich will zurück zu meiner Bahn. Gut. Oh. Ja, es dauert dann immer noch ein bisschen, bis dann halt die Texturen wieder geladen werden. Und wir fahren jetzt einfach mal mit dem Zug mit WASD oder na, lenken können wir ja nicht, aber wir können mit W hier den Schubregler nach vorne machen, die Geschwindigkeit. Ich kann den auch mit der Maus wieder ein bisschen verlangsamen oder halt bremsen, aber dann steht er auch schon, ne? Also geht recht zügig. So, fahren wir mal. Ich sehe aber hier vorne ist rot. Ja, da kann ich, glaube ich, gar nicht dort weiterfahren. Wir versuchen mal ein paar Züge anzukoppeln. Dafür klicke ich einfach auf die andere Bahn hier hinten. Und dann bin ich auch auf den nächsten Zug. Oh, bin ich jetzt auf den nächsten Zug? Zack, jetzt. Ja, das ist sehr einfach. Und dann fahren wir mal. Hupen! Angeblich soll es auch einen Multiplayer geben. Wie das funktioniert, das könnt ihr mir gerne mal in den Kommentaren reinschreiben. Vielleicht werden wir auch mal einen Livestream machen. Und ich würde gerne auf das Gleis und diese Anhänger, ja, ankoppeln. Schön mit Werbung. Fahren wir mal ein bisschen langsam. Vielleicht kommt ja noch irgendwie Steam Workshop. Wenn ihr da noch ein paar Informationen habt, bitte unten in die Kommentare. Würde mich auf jeden Fall freuen, dass wir da gemeinsam mal was ausprobieren können. Fahren wir mal. Das ist das dritte Gleis hier. Also das hier. Ah, das sieht doch schon irgendwie echt herrlich aus, oder? Also von der Optik her?
Ist das schon echt hübsch? So, dann fahren wir. Fahren wir, fahren wir, fahren wir. Und dann würde ich sagen, wir halten. Und dann müssen wir, glaube ich, hier noch ein bisschen weiter rausgehen und dann hier diesen Hebel umstellen. Ach, das geht wahrscheinlich noch nicht, oder? Warte mal, doch. Das hier ist es. Zack! Alles klar. Jetzt fahren wir mal rückwärts. Ah, hier sind irgendwelche Baumaterialien. Ah, na, komm. Mal sehen, ob ich jetzt überhaupt einen richtigen Gleis... Nee, ich bin gar nicht auf dem richtigen Gleis. Verdammt! Falsch rum! Komm! Ich hätte das Gleis machen müssen. Nee, das hier. Ich muss noch ein Stück weiter vorfahren. Aber hier sieht man das Rot. Wenn ich da weiterfahre, dann ist das Spiel beendet. So. Da steht er. Und jetzt muss ich... Ha! So, okay. Jetzt schaffen wir es. Endlich! Dann fährt er rum. Wir werden jetzt nicht so doll ranpreschen. Nur ganz langsam. Und dann müssten wir mit dem Symbol eigentlich die Anhänger ankuppeln können. Hier Rangiervorgänge. So. Fahren wir mal nach vorne. Ja, wir haben es geschafft. So, ist auf jeden Fall verbunden. Kann ich das jetzt wieder ausmachen? Ja, kann ich wieder ausmachen. Guckt euch mal an, was für einen langen Güterzug wir jetzt auf einmal haben. Ist natürlich jetzt die Überlegung... Sind wir jetzt vielleicht zu schwer? Oh, schön. Es ist wirklich ein schönes Spiel, ja? Ganz, ganz langsam hier. So. Problem haben wir jetzt hier vorne. Wir müssen hier stehen bleiben und wahrscheinlich warten, bis wir weiter können, weil hier ist rot. Ah. Okay. Okay. Ist jetzt geradeaus, ne? Ist jetzt eigentlich grün für mich? Ich habe Angst irgendwie, wenn ich jetzt hier fahre und es dann für mich hier Ende im Gelände ist. Hier ist grün. Auf der Seite ist rot. Ha. Warte mal, kann ich das irgendwie noch ein bisschen... Was ist, wenn ich jetzt nochmal zurück mache? Ah, guck mal an, dann wird, wenn ich das umstelle, wurde da hinten grün. Ich probiere es ab. Wenn es dann vorbei ist, dann ist es wirklich vorbei. Dann ist es wirklich nur ein ganz kleiner First Look mit Fragen über Fragen von euren Maximus an euch, wie ich hier was vielleicht am blödesten mache. Wir werden mal das Interface wieder einblenden. Open mal. War ein bisschen mehr Schubrakete, ne? Wie sieht denn der jetzt so von innen aus? Also. Oh, ich... Oh, jetzt kommt's, jetzt kommt's, jetzt kommt's. Jetzt ist gleich Ende, wa?
will. Weil ich hatte zum Anfang mal so leichte Probleme, das Spiel überhaupt zu, ja, zu spielen, weil da irgendwie die Aufnahme nicht richtig ging. Und ich hoffe, dass jetzt alles paletti läuft. Oh. Wollte schon sagen, was lädt denn hier nach jetzt? Okay. Das sind quasi die Steigungen, die hier sind. 2,3, 2,6% oder? Schön. Machen wir ein bisschen mehr Schubrakete. Ja, amerikanisches Setting, das ist natürlich immer so eine Sache, ne? Mag nicht jeder. Aber ich denke mal, das sieht schon ganz herrlich aus hier. Mit unserem Güterzug. Hier ist ein roter Punkt. Jetzt ist hinter uns rot. Alles andere ist grün. Und wir werden mal richtig schön Schubrakete geben. Ich bin schon fast der Annahme, dass wir eventuell ja, noch eine andere Lok draufziehen hätten können. Oder ich denke mal mit zwei Loks fahren. Ach, genießen wir das einfach. Ja, es gibt ja wirklich einige, die sich hinstellen und sich dann solche Bahnen angucken, wie sie dann vorbeifahren, wie sie sich anhören. Ist schon ein interessantes Hobby. Oh. Und wie gesagt, die ganzen Fabriken und, ja, da könnt ihr selber auch ein bisschen agieren. Da vorne ist grün. Wir schalten mal wieder alles an. F5, ne? Und wir sind hier vorne. Wir werden jetzt auch nicht hier stundenlang rumoxidieren. Das wäre für mich so ein Spiel, was wir vielleicht mal im Livestream gemeinsam machen könnten. Oh, ich fahre ein bisschen zu schnell, ne? Kann das sein? So, ich habe hier oben irgendwie so eine Info. Hier ist er. Oh, ich fahre zu langsam. Ich könnte schneller fahren. Hier wahrscheinlich Passagiere. Und hier noch irgendwas anderes. Aber was das jetzt bedeutet? Punktestand 0. Na ja, gut, wir fahren jetzt einfach freie Fahrt hier für freie Bürger. Jetzt hat der Zug hier richtig viel zu tun. Ah, hier machen wir mal hier aus der Innenperspektive. So, was sehen wir denn alles hier? Na ja, gut, alles hier ein bisschen Englisch. Die ganzen Knöpfe lassen sich nicht bedienen, aber dafür ist dann halt vielleicht dieses Transom Word interessant oder. Ja, sieht schneller hier Schubrakete gehen. Mit unserer alten Diesel-Lok Santa Fe hier am Start. Also, wie gesagt, das ist ein sehr, sehr teures Spiel, ne? Eingleisig. Falls es wirklich sowas gibt wie ein Steam Workshop, ja, dann wäre das wirklich mal interessant, ob der ein oder andere da vielleicht selber sowas hochladen kann, Strecken und Aufgaben. Oder vielleicht habt ihr ja selber ein schönes Infovideo, wo alles haargenau für den Maximus erklärt wird. So, hier ist unser Edeltraut. Die können wir natürlich auch ändern. Oder wir könnten jetzt hier die Lokführer, ne, anschauen. Wir fahren jetzt nämlich hier diese Bahn. Es sind ja noch ein paar andere Bahnen hier unterwegs. Wir haben uns jetzt für die Edeltraut entschieden. Und wie das dann funktioniert mit dem Multiplayer, das wäre ja richtig genial, wenn man 3-4 Mann hier rumfahren kann mit seinen Zügen, man sich ein bisschen unterhält. Wo bist du jetzt gerade? Pass auf, ich bin jetzt gerade auf diesem Gleis. Nicht, dass uns da noch was passiert. Oder einer macht das Stellwerk. Oh.
So, wir werden jetzt einfach mal hier schauen, was hier hinten los ist. Der letzte Waggon wäre mal interessant zu sehen. Wie drehe ich meinen Charakter jetzt eigentlich? Ah, so. Aha. Okay. Warte mal, warte mal. Da vorne ist doch rot, oder? Warte mal. Also, Problem ist, hier ist rot. Folgende Streckenabschnitt ist frei. Hier mitten auf der Brücke stehen bleiben, das ist eigentlich gar nicht so gut, ne? Und jetzt merkt man schon, ich habe hier wirklich 100% Leistung. Da will nichts. So. Für mich wäre mal interessant, wo bin ich denn eigentlich? Bin ich das hier, dieser Pfeil hier unten? Den Zug anhalten. Steuermodus ändern. Ein ausschalten. Oh, ich habe wirklich gedacht, wo ich den Tag das gemacht habe, das läuft alles nicht. Warte mal. Wenn ich jetzt hier anhalte, würde er dann automatisch was beladen? Oder muss ich bis zur Rampe fahren? Guck mal, da hinten fährt sogar ein Gabelstapler, der hier Holz einlädt. Also. Also ich hätte wahrscheinlich auf dem anderen Gleis unterwegs sein müssen. Also bei der nächsten Tour zurück kann ich da was aufnehmen. Ja. Gehe ich davon aus. So, da vorne ist auf jeden Fall auch noch was. Hier hätte man reinfahren können. Um Ladung einfach abzuholen. Ist das hier vielleicht das Prinzip, dass man selber irgendwie Ladung holt? Und die dann quasi von A nach B bringt. Hier ist zum Beispiel Passagiere. Aber wir gucken mal. Wir halten mal hier vorne an. Also, was sind das hier für Symbole? Der bremst. Oh, der braucht schon ziemlich lange jetzt zum Bremsen, ne? Also. So, wir halten. Also wenn ich hier anhalten, Zug anhalten, direkt beim Bahnübergang. So, jetzt ist mal die Frage, ob die selber einsteigen. Anscheinend nicht. Okay, lass uns noch ein paar schöne Bilder genießen. Und ihr seid natürlich jetzt mal gefragt, wie man das jetzt vielleicht am besten macht. Ob die Idee schon richtig war, ich hätte jetzt selber mit dem Zug die einzelnen Industriegebiete hier oben abfahren müssen, um dann was zu holen. Wie das mit dem Multiplayer funktioniert und diverse Verbesserungsvorschläge. Das wäre auf jeden Fall richtig super, wenn ihr mich quasi bei diesem Spiel ein bisschen unterstützt. Wenn wir dann irgendwann mal merken, dass es zu kompliziert für den Maximus, dann können wir ja wieder mal Transportfieber spielen. Ja, mit den Worten würde ich jetzt einfach mal Feierabend machen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich sage haut rein, macht's gut. Bye, bye.